Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongens Jakob von den Frakta. Und ich bin in The Bride of Tern. Das ist ein Free-to-Play browserbasiertes Rollenspiel, das ich über Gamiko spiele. An der Stelle nochmal Dankeschön, Gamiko, für die Erlaubnis, ihre Spiele let's playen zu dürfen. Und die Vorschaubilder sahen recht interessant aus, dass das so ein Rollenspiel halt ist, so ein 2D-Rollenspiel. Da habe ich jetzt schon das ein oder andere gesehen, das recht hübsch war. Da bin ich mal gespannt. Ich habe mir hier die Infrakta gemacht, einen Feuermagier, obwohl ich mich gerade eben daran gerade erinnern kann, dass ich die gemacht habe. Ich habe das Spiel irgendwann mal quasi einen Account angelegt. Das ist schon einige Zeit her. Das zeigt noch nicht mal mehr an, wann. Egal. Time. Your motherland. A marvelous strong country filled with happy people. Gentle hills. Deep forests. Crystal clear lakes. Thirsty hegemony of Utar invaded Tyrant, burning down the villages, pillaging, and murdering. They got to the capital, the royal fortress of Kaglihaarman. The Tyranian army went into battle, led by King Kendall himself. Unfortunately, Tyrant was defeated. King Kendall fell in battle. Nothing stood in the way of the murderous hegemony of Utor. The towns and villages of Tyrant were ablaze. You've seen your beloved ones dying. Those who survived didn't think of fighting anymore. They only thought about saving their own lives. The Great Exodus towards the Ocean. Gut, da hat sich jetzt irgendwie nicht so viel getan an der Grafik. Macht aber nichts bei einem 2D-Rollenspiel. So, jetzt habe ich offensichtlich so ein Tutorial anfangen. Das Intro hat mir sehr gut gefallen. Hat schön das so ein bisschen reingeführt. Ja, so ein bisschen. Erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an die Trenei-Saga. Hier von David Gamble, kann ich übrigens nur empfehlen, sehr coole Buchreihe. Guck mal, Gruppenspiel, Labarababa, blub blub. Gott. Kann ich da ein bisschen ranzoomen? Verrotte in der Hölle, jawohl. Cool, ah, der ist der Kampfbildschirm. Geiler Text, ja, wie das Mädchen verhauen ist. Aber jetzt mal Gegenfrage, wer haut denn bitteschön kleines Mädchen?
Das ist mal ein interessantes Verfahren. Also der Kampfmodus ist echt interessant. Jetzt übernehmen wir erstmal seine Rüstung, seine Waffe hoffentlich. Sonst werden wir mit Stock und Stein in die Schlacht ziehen müssen. Das ist ja der nächste. Ah, jetzt habe ich eine Party. Cool. Okay, die muss ich nicht steuern, das macht Dingsbums. Ist ja super gelaufen. Auf jeden Fall ist das eine interessante Methode, um sich quasi immer wieder anzupassen mit den Punkten an den jeweiligen Gegner. Das ist ziemlich interessant. So. Ich habe Ausrüstung erbeutet. Was? Ich das Kopftuch der Geisteskraft der geringen Magie. Sehr cool. So, eine Halskette. Nee, ich will es noch nicht schließen. Ich will eigentlich. Ah, komm, dann schließen wir das alte Tutorial. So, der geht jetzt irgendwie dreckig. Für eine Frau bist du ziemlich kräftig. Ja, ich mache auch täglich meine 200 Sit-Ups. Will der jetzt mit mir kämpfen? Wie ist der denn jetzt drauf? Die große Flocht. Okay, alles klar. Das sind halt die Aufträge. Ah, es geht direkt los. Jetzt will ich aber noch mal ganz kurz Gruppe rasten. Rasten? Okay, warte mal. Status. Also an sich finde ich das recht cool, weil das nämlich halt so Oldschool-Rollenspiele. Wenn jetzt noch irgendwo eine Talente oder sowas so Kräuter suchen und Nahrung suchen geht und rasten, dann erinnert mich das an die Nordland-Trilogie und dann fange ich an, dieses Spiel richtig gern zu haben. So, Karte, kann man nichts angucken. Okay, dann hauen wir halt erst den Typ hier zu Brei. Oh. Okay, warte mal, Taktik. Super. Das war ja mal nix. Der Typ ist ja geil. Also, den hauen wir jetzt als nächstes auf die Nuss. Ich muss die Gegner mal abwechseln. Die KI passt sich sofort an mich an und vergibt ihre Punkte auf die Verteidigung, sobald ich die angegriffen hatte. Und in der Runde darauf dann, genau, also die KI scheint da. Ja, die überlegene Intelligenz von Mongo Jakob.
Gut, haben wir gemacht. So. Warte, ich habe jetzt nichts erbeutet. Oh, was geht? Okay, dann reden wir mit Maya. Toll, brennt. Oh, da kommt einer von denen. Nein, da kommen drei. Ich würde ganz gern mich heilen. Wo ist denn mal so Heilgedönsigkeit? Das ist jetzt irgendwie alles schlecht. echt jetzt? Ich kann mir das einfach so kaufen? Keine Ahnung, check ich gerade nicht. Müssen wir erstmal so klären. Ich rede mal mit denen. Kaka, kaka. Gut, mit Kaka, kaka kenne ich mich aus. Ich hatte nicht gerade Magen-Darm-Grip. Gut, dann greifen wir zuerst den Knusper an. Toll, das arme Mädchen, das kriegt voll in die... Wer tritt denn im Mädchen das Knie ins Gesicht? Was sind das für Typen? Das sieht nicht gut aus, will ich an der Stelle mal erwähnen. Einwandfrei, ey, mit einem Faustschlag. Der Typ ist geil, der gefällt mir. Wow, cooler Move. Was ein Typ, ey. Hey, Dings ist mir zu Hilfe gekommen. Chuck Norris. Wie geil. So, wer bist du denn? Ach, das ist dein Vater. Das ist der Vater. Welche Richtung ist denn das Dorf? Ah, scheinbar in die Richtung. Also von den Zeichnungen, von den Siedlungen gefällt es mir sehr gut. Ja, es könnten eigentlich ein bisschen... Wow, okay, das Spiel ist offensichtlich nicht ab irgendwie 12 oder so. Meine Fresse. Jetzt verstehe ich, warum ich nicht dich da ran scrollen kann. Ja, ich will die plündern. Ich will da nicht mit Toten reden, ist mir auch klar. Mutter und Bruder, jawohl. So, schnell weg. Oh, Papa ist wieder da. Toll. Vater stirbt. Badass Daddy. Okay, definitiv nicht. Unter 18. Aber ziemlich cool. So, was ist das? Ah, Mutter. Wer ist das? Soldat Terns. Ich würde sagen, ich setze meinen ersten Cut, wenn ich auf die Uhr gucke. Dann sehen wir uns hier wieder. Ich finde es nämlich ziemlich interessant. Ich bin Mongo Zerkum von Frakta. Das ist The Pride of Tern. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.